Jetzt geht's weiter mit Wishcraft. Ja, in dem Film habe ich jetzt eigentlich nichts gehört. Habe ich jetzt, was habe ich jetzt geschenkt bekommen? Ja. Und soll jetzt, ja, ich weiß nicht, wie er so sein soll. Ich habe gar nicht mal reingeschaut. Ich habe mal hinten die Story gelesen. Gar nichts habe ich eigentlich von dem Film gehört. Aber egal. Cover finde ich cool. Sieht schon mal geil aus hier mit der Axt. Und mal schauen, wie der so wird. Jetzt kommen wir zurück, Seite. Ich weiß nicht, von, öffentlich von wem war der von Meon oder was weiß ich. Ja, ist aber egal. Hier auch noch mal ein paar Bilder. Und hier ist auch noch mal der Schlachter oder wie der ist. Hier, Laufzeit beträgt ca. 98 Minuten. Ist ein bisschen hell jetzt. Und ja, hier nochmal die Kapitelansage. Und hier ist die Disc. Mal schauen, wie der so wird. Im nächsten Film, Swimmingpool. Der Tod feiert mit. Ja, den habe ich mal im Fernsehen angeschaut, da war ich aber auch noch, wie, ich weiß nicht, wie alt ich da war. Da die auch, ja, der war schon cool, der ist auch recht cool gemacht. Ich finde auch cool die Szene mal mit dem Schwimmbad, wo der das Messer durch den, ja, durch die Rutsche steckt und die Rutsche voll drauf zu. Aber dann Cut. Aber ist, der Film ist ja nicht geschnitten, den gibt es ja nur in so einer Fassung und ja, das war's eigentlich. Ach, die Bräute sind natürlich mal wieder geil und heiß. Das steht mal schon mal fest. Und ja, Tiefluft holen. Ja. Veröffentlicht von Universal und FSK 18. Hier ein Bild zum Film. FSK 18, die Lauflänge beträgt ca. 90 Minuten. Hier ist die Disc. Nächsten hier. Düstere Legenden. Was du nicht glaubst, kann dein Tod sein. Steht da unten nochmal. Den Film, ja, den habe ich jetzt mir vor einer Woche oder so angeschaut. Ja, ich finde ihn ganz gut. Nur, ja, wie ich das jetzt erklären? Die Mordszenen waren schon richtig geil und dieses und wer das jetzt ist, wer jetzt der Mörder ist, der, ich habe mir auch noch falsch getippt und dann, ja, überraschend, dass die das war, aber wirklich. Und das Ende ist auch ein bisschen überraschend. Kann ich nur dazu sagen, ja, Cover ist geil, cool. Neuauflage gibt es davon, glaube ich, auch nicht. Nur diese eine. Und ja, Zurückseite. Ein paar Bilder zum Film. Hier. Lauflänge beträgt ca. 96 Minuten und FSK 16. Und hier ist die Disc. So eine hässliche Disc und wieder ein kleines Booklet dabei. Neben der Kapitelansage nur. Hier. Schrei, wenn du kannst, in der Snapperbox. Liebe kann so grausam sein. Auch wieder geile Bräute dabei, also ist ein Teenie Slasher, ich weiß es nicht ganz genau, ist aber cool der Film, ich finde ihn gut und ja, das zählt ja eigentlich nur, wenn er ja mir gefällt, dann ist es ja gut. Cover ist cool, veröffentlicht wurde der Film von Warner, hat er hier eine FSK 16 bekommen und ja, ein paar Bilder zum Film, der spielt ja auch in Starship Troopers 1 mit, das weiß ich ja. Und der hier hatte mal eine Serie, Angel, glaube ich. Ich weiß nicht mehr genau, wie die heißt, aber der hat eine Serie mal gehabt. Also hat mitgespielt. Und die Spieldauer beträgt ca. 93 Minuten. Ja, Snapperboxen sind dumm. Hier, Kapitelansage und die Disc. Habe ich mal im Fernsehen geschaut, Dreamcatcher. Ja, das Böse findet einen Weg. Ich weiß jetzt nicht, wie der so ist, aber ich habe mir mal im Fernsehen angeschaut, also ist schon länger her. Und das war nur ein bisschen davon. Das Cover sieht aber schon vielversprechend aus, finde ich. Aber der Film hat eine Lauflänge von über 2 Stunden oder knapp 2 Stunden, ich weiß nicht genau. Schauen wir mal hinten gleich drauf. Ja, von nach einem Roman von Stephen King. Ja, wie man so kennt, Stephen King-Romane sind gut, aber die Filme, na eher mies dann eigentlich. Umgesetzt worden, veröffentlicht von Warner. Hier ein paar Bilder zum Film. Auch mit... Ja, ich komme ja morgen Freeman. Ich kam jetzt gerade nicht auf den Namen. Aber hier mit einer FSK 16 und die Lauflänge beträgt ca. 128 Minuten. Ja, über 2 Stunden. Mal schauen, wie der wird. Hier ist die Disc.
Stimmt, langatmig. Stimmt. Zum nächsten Film. Freitag der 13. Willkommen im Crystal Lake. Ja, 5% von Texas Chainsaw Massacre. Leider ohne Wendekar. Wendekar, ja, mit FSK 18 Flatschen. Veröffentlicht von Paramount. Ja, FSK 18 und das Cover sieht einfach cool aus. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, es gibt ja jetzt noch einen Killer-Cut, aber nur in den USA glaube ich. Die geht, glaube ich, 9 Minuten länger. 9 Minuten, wirklich, das ist sehr viel. Und bei Schnittbrüste kann man ja auch sehen, was da so fehlt. Und wirklich, das ist massig, was da fehlt. 9 Minuten. Das ist aber ungeschnitten, ist ja Kinofassung, glaube ich. Hier, Purara, paar Bilder zum Film. Und ein paar Special Features gibt es auch. Lauflänge beträgt ca. 93 Minuten. Und ja, wie Paramount üblich, scheiß Disc. Und was mich jetzt geschockt hat, die meisten finden ihn jetzt eigentlich scheiße. Den Film wirklich, ich finde ihn richtig geil gemacht. Also ich finde ihn cool, die Szenen sind auch richtig gut. Tötungsszenen, ja. Ich empfehle ihn weiter. Ich finde ihn einfach gut. Und zum nächsten aus, ja, der bleibt jetzt hier nicht stehen, weil das ist jetzt aus The Washingtonians. Die Menschenfresser aus dem Masters of Horror, Staffel 2, glaube ich. Ja, ein ganz guter Streifen kann man sagen, ganz guter, ja, ganz gute Folge hier. 55 Minuten läuft hier. Ja, veröffentlicht von Splendid. Und ja, Cover ganz geil gemacht. Es gibt eine Normalauflage mit, also ist jetzt die Limited Edition. Es gibt auch noch die ganz normale Amari, aber ja, ich habe mir jetzt die erst für 5 Euro gekauft und da stört mich was. Sehr, stört mir was. Hier schön ein paar Bilder zum Film. Ja, und nochmal FSK 16, 55 Minuten. Jeder weiß, dass das scheiße ist. Diese verdammte Samt, so samtweich, also die auf den DVDs kommen dann diese Fusseln und schlägt ab. Und nochmal zum nächsten. Das gleiche Problem, gleiche Verpackung. Die Vögel, Attack from Above. Ja, Limit hier in der Limited Edition. Hier, ja. Cover ist ganz cool gemacht. Ich weiß jetzt nicht, soll es eigentlich ein Remake eines Filmes sein. Ich weiß aber jetzt nicht, ob man das als Remake ansehen kann, weil das ist ganz anders. Ein Raben und keine Vögel. Die Vögel, ja, den Film auch die Raben nennen können. Ja, veröffentlicht von Splendid Film und ein paar Bilder zum Film. Aber ich finde den Film ganz okay, man kann sich mal anschauen, aber es ist nicht für den Dauerzustand eigentlich gedacht. Ich finde eine FSK 18. Sind auch richtige, also ein paar heftige Szenen drin. Und hier sieht man noch wieder Samt. Und darum habe ich denen so einmal noch mal hier so eine extra Hülle reingemacht. Ja. Zum nächsten Film. Wolfman. Hier im Extended Director's Cut. Bei uns gab es ja für 4,44 verschiedene Filme. Habe ich mir ein paar genommen. Mal verkauft eigentlich. Ja. Hier öffentlich von Universal. Habe ich jetzt noch nicht gesehen. Also, ja, ich habe gehört, das soll ganz gut sein. Mal schauen, wie ich den so finde. Cover sieht ja schon vielversprechend aus, finde ich. Also mit Vollmond und mit den Werwolf. Das war's. Ist das hier draußen? Hier. 16, mit 16 Minuten länger als im Kino. Das ist schon auch viel. Und hier im Werwolf. Und ein paar Bilder zum Film. Also, die Lauflänge beträgt ca. 114 Minuten. Schon lange. Und hier geht es. Das ist ca. 16. So, jetzt geht's weiter mit The Breed. Eine Wes Craven Produktion ist das. Ein Tierhorror, recht cool gemacht. Und den habe ich jetzt mir, ja, vor einem Monat, glaube ich, angesehen. Und der ist cool. Ich finde gut. Und ja, der hat auch eine FSK 16 bekommen. Ja, was soll ich noch sagen? Cover sieht geil aus. Sieht cool aus mit dem Auge und dann. Es gibt dann noch eine andere Auflage. Da gibt es einen Schuber mit diesen, so ein Prägeschuber geprägt ist. Ja, den hätte ich jetzt gerne. Der wäre cool. Der sah cool aus. Und ja, habe ich aber nicht mehr bekommen. Habe ich mir die normale genommen. Ein paar Bilder zum Film. Hier, FSK 16. Die Lauflänge beträgt ja auch ca. 87 Minuten.
Ja, sollte man auch mal gesehen haben. Ist richtig cool. Wes Craven hat ja gute Horrorfilme gedreht. Wie Nightmare on Elm Street und Wishmaster. Den Film House of the Dead hier in der Uncut vom Kinowelt veröffentlicht und ja, von Uwe Boll, den die meisten ja bezweifeln. Also, der gute Film, man sich der sagt, meint die meisten sagen, oh, der Film wäre nicht so gut. Ich finde ihn ganz gut, aber nur ungeschnitten. Es gibt auch noch eine 18er Version hier und die ist ja geschnitten und die sollte man ja, kann man wirklich vergessen. Aber die ist ungeschnitten, die sollte man sich kaufen und ja. Uwe Boll. Cover sieht cool aus, ist cool gemacht. Hier steht dann nochmal die ungeschnittene Originalfassung. Veröffentlicht von Kinowelt. Hier, wieder zum Film. Auch cool. Und dann wurde der Kopf abgeschnitten, weil das Blut spritzt raus hier. Ist auch cool. Hier, keine Abgabe an Kinder, ist ja Spiel-JK oder ja, müsste Spiel-JK sein. Laufzeit ca. 87 Minuten. Und hier ist die Disc. Steht auch nochmal drauf. Und hier was zum Extras und King Kapitel. Und sage, ja, es kommt zu einer Horrorkomödie, kann man sagen. Hier Megan Fox in Jennifer's Body. Hier ist die Original-Kinofassung und die noch härtere Extended-Version. Ja, wobei, der Film hätte auch, glaube ich, also eine FSK 16 bekommen können. Die Szenen, ja, manche sind blutig, aber es gibt schlimmere Filme, wirklich schlimmere Filme, die auch ab 16 sind. Ja, und das war's eigentlich. Cover sieht man da natürlich geil aus. Nur das FSK 18, der Flatschenstör. Und die Megan Fox, ja, spielt ja auch in Transformers 1 und 2 mit. In 3 leider nicht mehr, da wird sie ja ausgetauscht gegen, ich weiß jetzt nicht den Namen. Aber auch egal, hier veröffentlicht von Century Fox. Und ja, leider ohne Wendecover. Hier eine Sonderausstattung, ein paar Bilder zum Film. Laufzeit beträgt ca. 98 Minuten, die Kinofassung 103, die Extended Version, obwohl ich weiß nicht mal, ob der im Kino lief. Hier ist die Disc, so einen coolen grauen Amari gehalten. Jetzt kommen wir zum nächsten. Auch von Toby Hooper, The Toolbox Murders. Veröffentlicht von Kinowelt. Cover sieht ganz geil aus. Ja, den Film habe ich jetzt noch nicht gesehen. Aber mal schauen, wie der so ist. Den habe ich mir gekauft bei uns für 6,99 oder so oder 5,99. Eins von beiden war es schon. Mal schauen, wie der so ist. Ich werde es schon noch erfahren. Und hier ein paar Bilder zum Film. FSK 18 und Lauflänge beträgt ca. 91 Minuten. Und hier ist das so ähnlich gehalten wie The Texas Chainsaw Massacre. Kann man sagen. Ja, Kapitel 1.